So, du kommst jetzt zu deinem Lieblingsthema heute. Mein Lieblingsthema, ja, zum Dennis Kempe. Dann leg mal los. Ja, also, pass mal auf. Also, Vergleich letzte Saison, diese Saison, Dennis Kempe. Letzte Saison hat er, glaube ich, nicht links hinten gespielt, sondern teilweise Innenverteidiger. Wo ich sagen muss, okay, die letzte Saison war eh zum Davonrennen, aber einfach Fail. Der Kerl hat nicht wirklich tolle Spiele abgeliefert, viele Zweikämpfe verloren. Aber dieses Jahr, auch wenn es nur die, in Anführungszeichen, nur die dritte Liga ist, einfach Riesenspiele. Der Kerl, was der an der Seitenlinie raushaut, Spiele abläuft, nach vorne mitgeht, seine Aktionen, die er setzt, die prägen unser Spiel. Einfach Hammer. Und das von linker Verteidiger. Also, Hut ab. Auch von der Körperstatur her und so weiter, er war ja immer schon ein recht, sag mal, muskulöser Kerl. Wie er sich jetzt durchsetzt, auf seiner Seite, echt klasse. Und was ich ja auch gerade sehe, Dennis Kempe hat früher 3 Spiele für die Europa League gemacht für die Qualifikation. Sehe ich gerade. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war, keine Ahnung. Ich sehe hier bloß gerade den Verlauf von ihm noch. Er hat ja ganz früher angefangen, noch bei Gladbach 2. Gladbach 2, danach kam Wolfsburg 2, danach kam der erste FC Kleve. Und ich glaube beim FC Vaduz, da war es, glaube ich. Ich bin mir aber auch da nicht sicher. Das kann sein, das kann sein. Danach war der VfR Aalen und dann die KSC Amateure und dann hoch in die erste. 3 Europa-Ligaspiele, 17 Zweitligaspiele, 34 Drittligaspiele, DFB-Pokalspiele 3, Regionalliga Nord 18, Regionalliga West 28 und die gute alte Regionalliga Süd. Da hat er nur ein einziges Spiel gemacht. In insgesamt 116 Spielen 2 Tore geschossen, 30 gelbe Karten gekriegt, zweimal gelb-rot, zweimal glatt-rot. Auch nicht schlecht. Ist nicht übel. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, Dennis Kempe, der ist mir auch sehr, sehr aufgefallen in letzter Zeit. Also der Kerl, der ist am Marschieren momentan. Den kannst du ein bisschen mit dem Danny Blum vergleichen momentan, der ja leider momentan verletzt ist. Ja, ist auch schade fürs Mittelfeld, aber gut, der Rest macht's auch sehr gut. Also, aber zurück zu Dennis Kempe. Also, wie er sich zurzeit gibt, Hammer. Also jetzt in Offenbach zum Beispiel mit der Beste. Garantiert wieder. Er hätte ja fast noch das Ding reingehauen, ne? Ja, eben. Wo der Torwart gerade noch ablenkt. Also das war ja, hui. Also das Offenbach-Spiel, gut, da kommen wir mal gleich noch dazu. Aber Genau. Dennis Kempe, ich muss ganz ehrlich sagen, das war einer letzte Saison. Dennis Kempe, war das nicht derjenige, der in Düsseldorf Probleme mit einem Fan gehabt hat? In Düsseldorf, nee, Dennis Kempe war mit dem Olleshausen in der Menge und haben geredet. Stimmt, Dennis genau, der Dennis Kempe Bach. war mit dem Dirk Olleshausen die einzigsten Leute, die nach einer 4-2-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf sich immer noch in den Block gestellt haben und angefangen haben zu diskutieren mit den Fans. Auch wenn das Spiel komplett scheiße gelaufen ist, die haben sich hingestellt und haben gesagt, hey, tut uns leid. Richtig. Fand ich übrigens Das sehr gut. war. Ja, wir sind ja da beide noch eine halbe Stunde da gewesen und haben da miteinander geredet. Mit dem. Ja. Und was ich ganz witzig finde, Dennis Kempe hat dieselbe Größe und dasselbe Gewicht wie ich. Ja, das sehe ich hier gerade. Er ist 1,87 groß und wiegt 84 Kilogramm. Weißt du, wer das war, wo ein Problem mit dem Fan hatte? Ich sehe den Namen gerade. Der Florian Lechner war das. Ah, stimmt, Lechner war das, ja. Entschuldigung, Der Lechner hat irgendeinen Bierbecher oder sowas abbekommen, so war Nein, er das. wurde angespuckt. Oder angespuckt. Er wurde angespuckt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Okay. Aber okay. Ich guck gerade, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Auf jeden Fall, was wir beide festhalten können, er macht momentan eine super Leistung. Ja, ich hoffe, es geht so weiter bei ihm. Also nicht, dass er jetzt hier, weil wir über ihn reden, jetzt hier schlechte Spiele spielt. Nix da. Und Er soll das. so vom Alter her hat er auf jeden Fall noch ein paar Jahre vor sich, weil, so wie ich sehe, ist er, ich muss gerade rechnen, es ist 26. Ja.
26 ist er. Also er hat auf jeden Fall noch ein paar Jahre, wo er spielen kann. Hoffentlich. Und ich denke, der könnte, wenn er so weitermacht, auch noch richtig auffallen. Ja, ich hoffe es doch, ich hoffe es doch. Frage ist halt nur, ich weiß nicht. Ach Gott, weißt du, was ich hier gerade sehe? Ein alter Bekannter kommt mit den werden wir wieder sehen bei den Stuttgarter Kickers. Wen? Den Torben Stadler. Ach du liebe Zeit. Der ist doch dahin gewechselt. Ja, klar. Okay. Und was ich auch gerade noch sehe, Dennis Kempe, so als Fakt mal fürs Erfurt-Spiel. Dennis Kempe hat viermal gegen den Rot-Weiß Erfurt gespielt und viermal verloren. Schön. Wird Zeit, den Scheiß zu ändern. Ja, eben, wird mal langsam Zeit dazu. Aber gegen was der schon alles gespielt hat, das ist ja mal richtig interessant hier, das mal zu lesen. Da stehen so Sachen drin wie Cottbus 2 und BV Kloppenburg. Gut. Jetzt krieg ich eine Nachricht im Facebook. Ja, gut. Also falls es mal Klick macht, das ist bei mir das Facebook. Okay. So, wollen wir weitermachen? Ja, können wir gerne machen.